Ich zeige euch bei Guck mal, wer da spricht gleich, liebe prominente Freunde von mir. Jeder meiner Freunde spricht Filmszenen aus einem berühmten Film. Aus diesen Sätzen, die die prominente Freunde von mir sagen, fügen wir eine komplett neue Szene zusammen. Das heißt, es sind Versatzstücke aus 4 Filmen. Eure Aufgabe ist es gleich, aufs Pad die Filme aufzuschreiben, die ihr anhand der Sätze erkennt. Das heißt, ihr schreibt einfach die Filme auf, die euch auffallen. Der okay. oder die meisten Filme richtig hat, bekommt den Punkt. Okido? Ja. Sehr gut. Hier ist die erste Szene. Wenn meine Kalkulationen korrekt sind und dieses Baby fährt 140 Sachen pro Stunde, dann kannst du einen Superknüller erleben. Ich werde an einem Ort spazieren gehen, an dem 220 Grad Temperaturunterschied zwischen Sonnenlicht und Schatten herrscht. Ich kann mir nicht vorstellen, das noch zu übertreffen. Wenn du mich beeindrucken willst, musst du dir einen Job besorgen. Was redest du für einen Quatsch? Du kannst nicht einfach gehen, ich werde das nicht zulassen. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten, Jasmine. Ich muss mich in Altora melden. Was hat deine Mutter denn an dem gefunden? Weißt du, das sollte mein freies Wochenende werden. Aber nö, du musstest hier ja unbedingt mit schlechter Laune aufkreuzen. Musstest hier den Breiten markieren. Hör zu, wir werden das nicht tun, Gentlemen. Wir werden das nicht tun. Wir werden uns hier nicht die Köpfe einschlagen. Nicht mal für 10 Minuten. Weil wir auf jeden Fall am Ende immer noch mit dem gleichen Problem da sitzen. Und zwar, wie wir es schaffen können, zu überleben. Dann bist du also beim Widerstand. Ups. Ich bin noch niemals einem Widerstandskämpfer begegnet. Ich kenne nicht mal deinen Namen. Ich bin Jim Lang. Kein Wort! Ich will nicht deinen Namen wissen, ich will überhaupt nichts von dir wissen. Nachdem ich vom Klo gefallen bin, habe ich das gezeichnet. Das ist der Millennium Falke. Das ist die Fat Lady. Houston, wir haben ein Problem. Der Film ist vorbei. Schreibt auf, was ihr an Filmen erkannt habt. Oder vielleicht sogar Filmreihen, falls ihr da was draus erkannt habt. Hey, mein allererster Film. Als ich 13 war, war auch irgendwas mit 13 in dem Titel. Ah, okay. 4 Filmtitel maximal dürfen da stehen. Es gab 4 Schauspieler. Jeder Schauspieler steht für einen Film. Ich habe jetzt schon mal 7. Das wäre falsch. Wir brauchen ja nur 4. Ja, hast du wirklich 7 da stehen? Ich habe 7 Filme und eine Serie. Okay, aber du müsstest dich bitte entscheiden. Also, ja, das kann ich doch gleich machen, wenn du kommst. Dann decken wir auf. Patty, sage ich schon zu dir. Teddy, ja. Teddy, ich werde dich jetzt als erstes fragen, weil du okay. hast zu viel. Ja. Und du musst mir sagen, welche ich sag du dir 4 Stück. Ich sag dir 4 Stück. Okay, die gelten. Die gelten. Die gelten dann. Okay, gut. Ja. Dann, Teddy, gucken wir mal bei dir und du sagst mir jetzt 4 Filme. Der Pate. Mhm. Der Film mit Nicolas Cage, mit dem Auto. Lorraine, nein, Virgin. Wie heißt das Auto nochmal? Virgin, Lorraine, Lauren, Laura. Ey, gut. Pulp Fiction, Pretty Woman. Das waren jetzt 4. 4. Okay. Dann gucken wir mal bei Shirin. Ich habe tatsächlich keinen. Okay. Simon, was hast du? Welche 4 Filme? The Martian, Zurück in die Zukunft, Armageddon und meine Frau, ihr Schwiegervater und ich. Uff, wow. den kenne ich gar nicht. Ja, ich bin noch bei Robert De Niro hängen geblieben. Das hat mich so gedingst und da ist, glaube ich. Simon, ja. Du hast einen Film richtig. Mhm. Shirin, du hast leider keinen Film. Und Teddy ist keiner richtig. Ist es okay, wenn ich das Spiel hasse? Ja, das ist okay. Simon hat einen Treffer und gewinnt mit diesem einen Treffer einen Punkt. Wow. Für dich, Simon. Richtig wäre gewesen, Zurück in die Zukunft, hast du gehabt. Independence Day, Star Wars und die 13 von dir war nicht falsch, ja. Weil es wäre Apollo 13 gewesen. Genau, das habe ich gesucht. Das war mein allererster Film. Ja. Kam nicht. Gut. Wir haben eine weitere Szene vorbereitet. Yes. Welche 4 Filme suchen wir? Okay. Buonasera. Guten Abend. Buonasera. Ich hätte gern den Durwood Kirby Burger. Blutig.
Und? Du siehst grauenhaft aus. Du musst gut essen. Ich möchte, dass du mir die Angelegenheit überlässt. Ich fass es nicht. Eine echte Gourmet-Küche und ich darf Mäuschen spielen. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen mit Ihrem hübschen Täschchen und Ihren billigen Schuhen? Wie ein richtiger Bauerntrapp. Was ist das? Ich weiß nicht, wie Sie das nennen würden. Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Das ist ein bisschen mehr Information, als ich mir gewünscht hätte, Vince. Oh, das musst du probieren. Das ist, oh, das hat so einen verkokelten, schmelzigen, du weißt schon, so einen Baboom-Zackartiger Geschmack, oder nicht? Ja, ich weiß. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ah. Puh. Schreib weiß gerne noch eine Sekunde auf, wenn ihr noch was braucht. Shirin, ist sie sicher? Merkst du, wie ich da sitze schon? Wie ich mich stolz. Fühle. Ja. Alle Stifte sind in Position gebracht worden. Das heißt, ihr habt alle was aufgeschrieben. Ich schließe die Runde hiermit und fange bei dir an, Shirin. Und wir gucken mal, was du hast. Ratatouille bin ich mir sicher, weil ich kenne diesen Film auswendig. Mhm. Okay, Ratatouille, wir gucken gleich. Teddy. Apollo 13. Teddy, Teddy, darf ich dir einen Tipp geben? Der war eben schon. Es ist unwahrscheinlich, dass der jetzt nochmal kommt. Dann streich ich den. Nee, jetzt zu spät. Nee, dann streich ich den raus. Ja. Ich streich den raus, Joko. Dann fange ich mal an. Ja. Der Pate. Ja. Pulp Fiction, Burger. Mhm. Ich glaube, das war Pulp Fiction. Ratatouille. Und Apollo 13. Mehr kann ja sein. Simon. Ja, ich habe alles genauso, bis auf Apollo 13. Da habe ich einfach auf locker, ohne irgendwas zu wissen, Kill Bill hingeschrieben. Ich glaube, es ist falsch. Oh. Aber es ist insofern, also Apollo 13 hatte ich dir ja schon zugeflüstert. Wann? Ist falsch. Kill Bill ist falsch. du hast mit Ratatouille ein richtig. Ach, fuck. Ja, deswegen auch nur ein. Ihr habt beide drei, deswegen bekommt ihr beide einen Punkt. Drei richtige, nämlich der Pate, Ratatouille und Pulp Fiction, als auch das Schweigen der Lämmer. Ah. Scheiße, dieses, ja, ne? Dieses komische Geräusch, das ist eher da auf dem Dings ist. Ja, ja. Gut. Einen haben wir noch. Mal, hör mal rein, wir gucken mal rein. Das ist der nächste Film. Haben Sie einen Namen? Phil Collins. Jetzt bist du an der Reihe, Phil. Haben wir das nicht schon gestern gemacht? Bezweifle bitte nicht gleich am großen Ganzen. Sehr beeindruckend. Ich liebe Mädchen mit so einem Kaliber. Okay, nehmen wir an, du willst irgendwas dafür haben? $1 Million. Wie bitte? Das ist nicht pädagogisch wertvoll, was du hier ablieferst. Das ist Blödsinn. Mich wickelst du damit nicht ein. Dir hat's doch Spaß gemacht, andere fertig zu machen. Du bist durch mich reich geworden, weil ich genau das getan habe, was du wolltest. Du bist so ein Arsch. Du bist ein Arsch und ein Betrüger. Und das ist strafbar. Ich rufe jetzt die Polizei. Vivian, ich rede mit dir. Komm zurück. Was willst du eigentlich? Ich habe dich nie wie eine Prostituierte behandelt. Ihr seid verdammte Heuchler! Ihr alle! Wie viel hast du denn getrunken, dass du dich gemerkt hast? Das ist heute schon das dritte Mal. Es ist, als hätte es gestern niemals gegeben. Ich erlebe einen und denselben Tag immer und immer wieder. Du kannst es einfach nicht verstehen, oder? Du verstehst nicht. Nehmt euch noch einen Moment, wenn ihr ihn braucht. Oh nein, 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 warte mal. Okay. Ja, nimm dir einen Moment, Teddy, alles gut. Simon, du kannst ja auch noch einen nehmen. Shirin ist wieder number one. Nee, das ist nicht richtig. Teddy hat der Ehrgeiz gepackt. Ja, weil ich filme, ist Katastrophe bei mir, aber ich habe das, kann das sein, dass Caroline Herfurth was spricht, was sie selber gespielt hat? Klang so.
Es klang so. Kann sein. Ich kann dich gerade nicht lesen. Wollen wir den Sack zumachen? Komm. Okay, machen wir zu. Dann fangen wir diesmal bei Simon an, bitte. Also 3 bin ich mir 100% sicher und das letzte habe ich einfach dazu geschrieben. Okay, gucken wir mal. Fuck you Goethe, Pretty Woman und täglich grüßt das Murmeltier bin ich eigentlich safe. Und Departed habe ich einfach nur, weil ich irgendeinen Film hingeschrieben habe. Ah, Departed. Okay, ja, ja. Das ist aber einfach nur Blödsinn, glaube ich. Gut. Ach, ja, ja. Ja, ja. Das macht total Sinn. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe stattdessen Lost in Translation. Er ist der gleiche Schauspieler halt. Ja, deswegen. Ich wäre so Pretty Woman und Fuck You Goethe. Mhm. Wir gucken bei der Pretty Woman. Pretty Woman. Sehr Pretty Woman. Und auch, wie Teddy richtig gesagt hat, Caroline Herfurth, Fuck You Goethe. Fuck You Goethe. Das hat gestimmt? Das ja. hat gestimmt. Ah, cool. Das hat gestimmt. Du hast Fuck You Goethe, Pretty Woman und täglich grüßt das Murmeltier und Departed. Damit hast du 3 richtige. Teddy, du hast Fuck You Goethe und Pretty Woman 2 richtige. Okay. Du hast Fuck You Goethe und Pretty Woman 2 richtige. Das heißt, der Punkt geht an dich, Simon. Baust auf 11 Punkte auf. Nicht Jesus. Schlecht. Wir werden gerade auseinandergenommen hier. Gefehlt hat noch Austin Powers. Ah. 1 Million Dollar. Ah. Hm. Ich würde sagen, das ist ein interessanter Punktestand, da reden wir gleich drüber. Das war Guck mal, wer da spricht.